Nochmal ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer zu unserem Webseminar Datenbrillen im Betriebsalltag von Kanal- und Kläranlage. Ich würde jetzt bitten, auch die Referenten, sich einmal alle mit ihrer Kamera zuzuschalten. Wunderbar. Ja, wunderbar. Alle Referenten sind im Bild. Wir haben heute ein recht nettes Programm. Wie der Titel schon sagt, der Einsatz von Datenbrillen auf Kläranlagen und in der Kanalisation. Da geht es um Brillen, die einerseits ermöglichen, virtuelle Realität zu sehen, aber auch Brillen, die ermöglichen, eine erweiterte Augmented Realität zu sehen. Und wir wollen Ihnen zeigen, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Das Ganze findet statt im Rahmen eines BMBF-geförderten Projektes, was im November 2020 gestartet ist bei der DWA mit unserem Kooperationspartner von der Sächsischen Bildungsgesellschaft in Dresden. Das ist der Herr Hoffmann. Er wird auch den einführenden Vortrag halten und Ihnen erklären, was die Inhalte unseres Projektes sind. Dann haben wir einen Vortrag von der Emscher Genossenschaft, die schon seit Jahren mit Datenbrillen arbeitet. Die Kollegen von der Emscher Genossenschaft sind zu dritt. Sie sehen das im Bild unter dem Namen von dem Herrn Reetz. Ja, genau, einmal winken. Ich werde Sie nachher bitten, sich alle drei vorzustellen, wenn Sie dann an der Reihe sind. Und wir haben einen Beitrag aus der Stadt Bonn. Das ist der Herr Höcherl, der im Moment seine Kamera noch nicht zugeschaltet hat. Genau, er wird sie auch gleich wieder ausmachen, um ein bisschen Datenvolumen zu sparen, damit er uns nicht mitten in der Veranstaltung verloren geht. Und er wird als assoziierter Partner in unserem BMBF-Projekt darüber berichten, wie der Einsatz auf den Kläranlagen in Bonn vonstatten gegangen ist und welche Erfahrungen wir gemacht haben. So viel jetzt zur Einführung. Sie haben die Möglichkeit, in der anschließenden Diskussion im Chat Fragen zu stellen, die wir dann mit den Referenten gemeinsam versuchen werden zu beantworten. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und die Aufzeichnung wird Ihnen im Anschluss auch zur Verfügung gestellt, sodass Sie sich das alles nochmal anschauen können. Ja, soweit jetzt meine Vorrede. Ich würde nun zum Programm kommen. Also als erstes wird sprechen der Herr Hoffmann, den ich schon erwähnte, von der Sächsischen Bildungsgesellschaft. Und er wird uns das Projekt erläutern und was wir mit der HoloLens im BMBF-Projekt beabsichtigt haben und welche Funktionen die HoloLens erfüllen kann und was sie leisten kann. Herr Hoffmann, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Thaler. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bräuchte bitte mal die Moderationsrechte. Genau. Und ich hoffe, Sie können jetzt meinen Bildschirm sehen. Genau. Ja, recht herzlich willkommen zu dem Webinar Datenbrillen im Betriebsalltag von Kanal- und Kläranlagen. Mein Name ist Jens Hofmann von der SBG aus Dresden. Wir sind ein überbetrieblicher Bildungsträger. Und wir bilden unter anderem gemeinsam mit der DWA seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Abwassermeister aus und bilden auch Fachkraft für Abwassertechnik aus. Ich beschäftige mich seit 4, 5 Jahren mit Datenbrillen und mich interessiert besonders diese Technologie in den praktischen Bereich der Ausbildung beziehungsweise in den Arbeitsprozess einzubinden. Und Fokus liegt dabei zu Beginn immer auf niederschwellige Angebote. Das heißt, zu schauen, wo ist es möglich, dass man im besten Fall ohne Programmierung auskommt. Was mir gerade aufgefallen ist, ist mein erstes DWA-Webinar und gleich als Referent. Deswegen freue ich mich sehr, heute Ihnen ein Herzensanliegen, den Datenbrilleneinsatz vorzustellen. Wenn Sie jetzt Datenbrillen hören, denken Sie, ja, ist ein ganz interessantes Thema und ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction für Sie, aber ich würde es Ihnen ganz kurz mal aufzeichnen, auf welchen Ausgangsbedingungen diese Datenbrillen beruhen.
Sie alle kennen Speichermedien. Sie kennen vielleicht noch ganz früher Magnetbänder. Dann gab es irgendwann mal 5¼ Disketten. Dann haben Sie hier die 3,5 Zoll Disketten. Dann ein bisschen mit ein bisschen mehr Speicherplatz CD-ROM und natürlich die USB. Was Sie hier sehen, der Speicher wird günstiger und auch leistungsfähiger. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich die Rechenpower. Vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren stand so ein Rechner in einem ganzen Raum. Dann irgendwann stand er auf unserem Schreibtisch. Dann wurde das Ganze ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Und jetzt nehmen Sie im Effekt so einen Rechner mit im Bereich des Smartphones und werden ihn in der Zukunft auch am Handgelenk haben oder vielleicht auch als sogenannte Datenbrille auf Ihre Nase. Im Effekt. Was Sie hier sehen, das ist eine Datenbrille von Microsoft. Sie sehen hier, sieht ein bisschen aus wie so eine Sonnenbrille, ein bisschen robuster. Und Sie sehen auch hier, davon ist eine Art Visier dran, wo Sie durchschauen können. Das heißt, Sie sehen auch das reale Umfeld. Und Sie sehen auch, Sie haben keine Controller, wo Sie irgendwas bedienen müssen. Das heißt, mit dieser Brille steuern Sie über Handgesten und auch über Sprache. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, ja, was kostet so ein Gerät? So ein Gerät kostet rund 3.500 €. Das ist das Modell von Microsoft. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die sind ein bisschen günstiger. Bei meiner Erfahrung ist, wenn man mit einem Household nehmen, also mit einer Firma, da ankommt zu Praktik und sagt, hier, das Microsoft nutzt jetzt schon Word und PowerPoint von dem Unternehmen, ist die Aufgeschlossenheit ein bisschen größer. Zu dem Projekt Diva. In dem Projekt Diva haben wir uns auf das sogenannte Remote Training fokussiert, das heißt eine mit Datenbrillen basierte Fernwartung. Was brauchen Sie dafür? Sie müssen nichts programmieren, brauchen nur so eine Datenbrille, einen Rechner und entsprechende Apps. Und in diesem Fall war das die Teams-Apps, die kennen Sie vielleicht. Das heißt, der Experte wählt sich über Teams ein und ruft die Person, in diesem Fall könnte das ein Auszubildender sein, auf der Brille an und auf der Brille geht er in diese Remote Assist Apps, dieses kleine Logo, dieses hellblaue Logo. Ne, also Sie nehmen eine fertige Lösung und können damit ganz einfach, ganz simpel, niederschwellige AR-Möglichkeiten, erweiterte Realität anwenden. Wie sieht das Ganze aus? Hier ist mal ein Beispiel direkt aus der Brille rausgefilmt von einer Testung von uns. Wir sehen hier so einen kleinen gelben Pfeil. Das ist im Effekt schon die Augmented Reality. Und Sie sehen auch hier, das ist aus der Ich-Perspektive des Brillentragenden gefilmt. Und das ist auch hier die Magie des Ganzen. Sie können eine sogenannte audiovisuelle Echtzeitunterstützung durchführen. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Experte und es braucht jemand in der Kläranlage, brauchen Unterstützung. Das heißt, Sie schalten sich rein, Sie schalten sich zu und sagen der Person, bitte schau mal da links. Und Sie können ja das auch annotieren mit hier so einem kleinen Pfeil. Und der Pfeil bleibt auch stehen, wenn sich die Person wegdreht. Dann haben Sie auch, wenn die Person mit der Brille, die hat beide Hände frei. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Wartungsfall in der Kläranlage, wo er beide Hände braucht. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn beide Hände frei sind. Was man bei diesen Brillen einschränkend dazu sagen muss, erstens, es ist eine batteriebetriebene Sache. Sie dürfen das natürlich nicht in Ex-Zonen verwenden. Und die Magie ist wieder, Sie können auch die ganzen Tätigkeiten, Sie können die ganzen Sessions, können Sie natürlich aufnehmen. Das heißt, Sie können das dokumentieren und können das auch als Lernvideo verwenden. Ganz kurz noch Hinweis, so eine Brille tragen Sie nicht den ganzen Tag. Das tragen Sie am Anfang maximal eine halbe Stunde. Und es sei für den Hintergrund, dass die Brille dann auch irgendwann schwer wird. Es ist aber abzusehen, dass diese Brillen günstig und natürlich auch leichter werden. Dann vielleicht eher so in Richtung Sonnenbrillenformat in den nächsten 4, 5, 6, 7 Jahren. So, ganz kurz zum Projekt Diva. Die Frau Thal hat es kurz schon erwähnt. Wir haben letztes Jahr ein sogenanntes Kurzprojekt eingereicht bei dem BMBF mit unterstützt und gefördert und koordiniert durch den Projektträger in Karlsruhe. Und zwar im Rahmen der Ausschreibung, pardon, Digital Green Tech, Umwelttechnik trifft Digitalisierung, wo wir uns überlegt haben, okay, es gibt jetzt diese tolle Technologien, es gibt diese Datenbrillen, welche Fälle machen Sinn in der Kläranlage? Und seit November letzten Jahres, bis im Endeffekt jetzt im Juni, haben wir verschiedene Fälle, verschiedene Anwendungsfälle erprobt.
Das heißt, zuerst haben wir uns überlegt, wo macht das überhaupt Sinn, gemeinsam mit den Chefs der Kläranlagen in Bonn und in Hennef, haben das Ganze dann erprobt und natürlich auch evaluiert. Jetzt werden sich natürlich fragen, okay, Datenbrillen, was für Fälle kommen was für Fälle machen Sinn? Natürlich, das erste ist dieser Spezialfall, wenn Sie irgendeinen Störungsfall haben oder einen Wartungsfall. Es trifft ja manchmal ein, wenn gerade der Experte nicht vor Ort ist. Das heißt, der Experte kann sich ganz einfach zuschalten. Er muss nicht und kann Anweisungen geben. Oder Sie haben halt den Punkt, dass Sie mehrere Kläranlagen überwachen müssen. Und dann bietet das die Möglichkeit, dass Sie ganz einfach da Echtzeit-Support anbieten. Ganz kurz zu den Fällen, die wir durchgeführt haben. Also wir haben gemeinsam mit den Kläranlagen in Bonn und in Hennef Fälle definiert. Das sehen Sie hier im Bereich der chemisch-biologischen Abwasserreinigung. Sehen Sie hier Reparatur des Online-Systems und Auffüllen der Reagenzien. Dann natürlich die Probenahme und dann Wartungsfälle wie im Bereich der Pumpenanlagen, der Wartung der elektrischen Anlagen und natürlich auch eine Störungsbehebung. Das haben wir vorab definiert. Und in der Kläranlage in Hennef haben wir auch 5 Szenarien vorab definiert. Das war auch wieder im Bereich der chemisch-biologischen Abwasserreinigung, aber hier im Endeffekt der Fall des Rührwerk aus den Becken heben. Dann natürlich wieder eine Probenahme und in der Analytik, und zwar im Fall der Nitritgehaltsbestimmung. Und auch wieder Wartungsfälle sehen Sie, Rührwerk und auch Ölwechsel und natürlich auch eine Störungsbehebung. Von diesen 10 vorab definierten Szenarien, ich habe es hier mal bunt markiert, haben wir in der Kläranlage Bonn 4 Fälle testen können und in der Kläranlage in Hennef 2 Fälle. Und eins würde ich Ihnen gerne mal vorstellen. Ich hätte gerne ein Video gezeigt. Wir haben das gestern vorab getestet, aber da kam das Bild ein bisschen ruckelig an. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt wie eine Art Comic-Strip die wichtigsten Stationen. Und zwar hier der Fall der Analytik. Sehen Sie hier, der Experte wählt sich ein. Er wendet entweder ein Tablet oder hier im Fall ein Smartphone. Dann er schaltet sich im Effekt zu und unterweist die Mitarbeiterin bei der Nitritwertbestimmung. Sehen Sie einen Ausschnitt. Dann natürlich sieht er auch, was sie sieht und kann dann dementsprechend das auch hier annotieren mit diesem Pfeil. Das sehen Sie hier vielleicht unten in dem Bild, wo er auf sein Smartphone so einen Pfeil, also eine einfache Augmented Reality Anwendung einbindet. Also Verbindung vom Smartphone zur Brille. Dann sehen Sie nochmal die Ich-Perspektive, wie das der Nutzer bzw. Nutzerin der Brille sieht. Und er kann dann halt sagen, bitte achte auf diese Schritte, mach das so und so und ist immer dabei und kann immer sofort eingreifen, wenn ein Problem vorliegt. Wir sehen hier, das Ergebnis ist im grünen Bereich bei den Nitritwertbestimmungen und kann dann auch abschließend das im Endeffekt evaluieren und sagen, ja, der Ablauf war okay. Wenn Sie das Video sehen wollen, sehen Sie hier rechts einen QR-Code. Dann können Sie gern Ihr QR-Code-Reader nehmen von Ihrem Smartphone und das Video aufrufen. Das haben wir in YouTube gestellt und können sich das alles auch im Bewegtbild anschauen. Jetzt werden Sie natürlich fragen, okay, klingt alles ganz spannend. Wie wird das evaluiert? Und wir haben das sowohl in der Kläranlage in Bonn als auch in der Kläranlage in Hennef kurz evaluiert anhand der durchgeführten Szenarien aufgrund von 3 Parametern. Das ist Bedienbarkeit der Technik, der Brille, wie kann damit umgegangen werden. Dann zweitens die Anweisungen, waren die verständlich, konnten die umgesetzt werden? Und natürlich auch, ja, ist eine weitere Nutzung empfehlenswert aufgrund der Testung. Und Sie sehen hier, Bedienbarkeit geht der Daumen nach oben bei allen durchgeführten Szenarien. Das heißt, die Brille ist handhabbar, anwendbar und vom Tragerkomfort auch gut zu tragen. Dann sehen Sie hier bei den Anweisungen Ihren durchmischtes Bild. Hat damit zu tun, dass bei der Erprobung ein paar technische Probleme aufgetreten sind. Erstens war das Internet nicht immer stabil. Also Sie brauchen eine Internetverbindung, damit sich die Person zuschalten kann. Und andere Faktoren spielen teilweise auch mit rein. Akkulaufzeit und Aufnahmelaufzeit der Brille. Insgesamt sehen wir hier Potenzial,
bei den ausgeführten Szenarien, Erprobungsszenarien, das auch anzuwenden. Dann in Hennef, da war die Bewertung überwiegend sehr, sehr positiv. Wir sehen das hier, Brille wurde auch wieder super bewertet und bei den Anweisungen, die waren immer sehr gut verständlich. Und hier gibt es auch einen perfekten Daumen nach oben im Vergleich zur Bonn, wo aufgrund von technischen Problemen das ein bisschen downgegradet wurde. Also sehen hier, es sind Anwendungsfälle, die wir beispielhaft getestet haben, um zu schauen, macht so eine Brille Sinn? Und auch schauen, wie macht es dann Sinn? Und Sie haben ja gesehen, es macht Sinn. Natürlich gibt es noch mehrere Anwendungsfälle. Wir haben das hier beispielhaft für diese Fälle gemacht, einfach um zu zeigen, okay, solche Brillen haben ein Potenzial und haben auch einen Platz in einer Kläranlage bei ausgewählten Fällen. Kurzes Fazit. Erstmal vielen Dank an die beiden Kläranlagen in Bonn und Hennef, dass wir das dann bei Ihnen testen können. Der Herr Höschel von der Kläranlage in Bonn erzählt ja dann im Nachhinein noch seine Erfahrungen mit der Testung. Was ist unser Fazit? Was im Endeffekt das Positive bei so einem Datenbrilleneinsatz bei diesem gewählten Szenario, bei diesen sogenannten Augmented Reality basierten Fernwartungsfall? Sie brauchen ja keine Programmierung und Sie können Personal anlernen oder für bestimmte Fälle unterstützen und Sie können das Ganze natürlich auch dokumentieren. Was natürlich einschränkend zu sagen ist, es sind natürlich immer zeitlich begrenzte Fälle. Das Umfeld muss stimmen, in diesem Beispiel das WLAN und Sie müssen natürlich schauen, dass Sie mit Arbeits- und Gesundheitsschutz da aufpassen. Und natürlich müssen Sie auch schauen, was ist da preislich zu beachten. So eine Brille kostet, dieses Beispiel mit der Microsoft HoloLens kostet 3.500 €. Können Sie ganz einfach im Microsoft Online Shop da bestellen und mit der zugehörigen App kostet 50, 60 € netto im Monat, sind Sie so im ersten Jahr bei 4.200, 4.300 €. Also das sind so die Anschaffungskosten. Was wir zusammenfassend festhalten müssen, also wir finden, dass die Brillen einen Platz haben in Kläranlagen und auch weiteren Platz haben werden, besonders wenn die Brillen noch leistungsfähiger und natürlich auch leichter werden. Und wir haben hier eine Spielart der Datenbrillen getestet, also dieses Remote-Training, diese Zuschaltung, diese Fernwartung mit der Brille und sind auch dabei, noch weiteren Anwendungsfall mit digitalen Zwillingen jetzt hoffentlich durchzuführen im Rahmen eines Förderprojekts und natürlich auch mit Einbindung von einfachen KI-Anwendungen mit Sprachsteuerung oder mit der Analyse von Laufgeräuschen von Pumpen. Das war es von meiner Seite, eine ganz kurze Übersicht über das Projekt DIVA, was wir gemacht haben, was wir durchgeführt haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, dann bitte am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Hoffmann, für den schönen Vortrag. Das klang alles sehr positiv. Wenn man in der Praxis dabei war, dann weiß man allerdings, dass nicht nur die Technik schwierig war, sondern auch das Wetter Probleme mit sich bringt, und zwar insbesondere bei den Außendrehs. Wir hatten ja zwei Tests, einen auf der Bonner Kläranlage, wo der Herr Höcher jetzt im Anschluss noch ein bisschen drüber erzählen wird, und einen auf der Kläranlage in Hennef, eine kleinere Kläranlage, die sich darin unterschieden, dass in Bonn überhaupt kein WLAN-Netz vorhanden war und wir mit einem mobilen Hotspot arbeiten mussten, was die technischen Probleme ausgelöst hat, was die Verbindung angeht. Die war einfach nicht stabil. Und in Hennef dagegen gab es ein stabiles WLAN-Netz. Aber wir hatten einen sehr heißen Tag mit sehr viel Sonne. In der Sonne, wenn man Außendrehs macht und hat die HoloLens auf, ist es schwierig, die Hologramme zu erkennen und die Geräte sind überhitzt. Also es gibt eben da auch noch Grenzen, die vielleicht noch in Zukunft verbesserungswürdig sind, aber im Innenraum läuft das alles wunderbar. Soweit meine Kommentare. Nochmal an Sie der Hinweis, bitte schreiben Sie auch jetzt schon gerne Ihre Fragen in den Chat rein. Wir werden dann im Anschluss an die Vorträge da reinschauen und versuchen zu beantworten, was geht. Also je nachdem, wie viele Fragen reinkommen, kann natürlich sein, dass wir nicht auf jede Frage eingehen können. Aber wir werden das auf jeden Fall versuchen. Ich würde jetzt gerne zu dem nächsten Vortrag kommen, und zwar von dem Herrn Höcher. Er ist bei der Stadt Bonn. Achim, könntest du bitte schon mal deine Kamera kurz zuschalten?
Ja, wunderbar, Dankeschön. Er ist bei der Stadt Bonn und zwar ist er für alle Kläranlagen in Bonn zuständig. Und wir haben im Rahmen des Projektes auf zwei Kläranlagen in Bonn den Praxistest durchgeführt mit unterschiedlichen Szenarien, die wir da abgearbeitet haben. Das eine war die Kläranlage im Bonner Norden, Salierweg heißt die, und eine ist in der Nähe vom ehemaligen Hartberg, der ja vielleicht noch bekannt ist, den etwas nicht ganz so jungen Leuten, also in Büsdorf die Kläranlage, eine etwas kleinere Kläranlage. Und ja, Achim, bitte erzähl uns aus deiner Sicht, also wie ihr das erlebt habt, als wir den Praxistest bei euch durchgeführt haben. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Hier aus dem Büro aus Bonn grüße ich mal in diese große Mannschaft hinein, die man leider nicht sehen kann, so direkt, sondern nur, ich gucke jetzt in meinen Bildschirm hier hinein und hoffe, Sie können mich gut hören. Ja, wir haben uns daran beteiligt und wenn ich jetzt der Teilnehmende am anderen Ende wäre, dann würde ich mir die Frage stellen, gut, die erzählen dir da was, aber was bringt mir das jetzt ganz persönlich vielleicht für meinen kleinen Betrieb? Oder wie ist die neue Technik, die wir haben, überhaupt bei uns einsetzbar oder auch brauchbar? Die Fragen haben wir ja. Und genau die Fragen, die Sie sich höchstwahrscheinlich stellen, die habe ich mir auch gestellt und hatte dieses Glück, da gibt es eine Zusammengehörigkeit zwischen Bonn und Hennef, so dass ich relativ einfach mich an diesem Projekt mit meinen Kolleginnen und Kollegen beteiligen durfte, angehangen habe. Ja, um genau diese Fragen, die man sich daraus ableiten kann, auch vielleicht beantwortet zu bekommen. Ganz kurz, mein Name ist Achim Höcher, die Frau Thaler hat es gerade eben schon angekündigt. Ich bin hier in Bonn, genauso dafür da wie Sie an Ihren Arbeitsstellen. Ich versuche hier für den Bonner Raum das Abwasser so zu reinigen, dass der Gesetzgeber glücklich und zufrieden ist. Das machen wir mit vielen helfenden Händen. Wir haben in Bonn in Summe vier Kläranlagen. Davon ist eine in Salierweg, heißt die hier im Bonner Norden. Das ist unsere größte Kläranlage mit 320.000, 350.000 Einwohnerwerten. Am gleichen Standort betreiben wir auch noch eine kleine, aber im Moment sehr komfortable Monoklärschlammverbrennungsanlage. Und dann haben wir halt in der Fläche noch die Kläranlage Godesberg in der Rheinaue gelegen mit 100.000 EW, die Kläranlage Boll auf der rechtsrheinischen Seite auch ungefähr mit 80.000 Einwohnerwerten und die kleinere Anlage, die Frau Thaler schon angesprochen hat, in Duisdorf mit ungefähr, ich sag mal, 40.000 Einwohnerwerten. In Summe haben wir 105 Leute, die wir da zum Einsatz bringen, um genau das alles zu erreichen, was Sie jetzt an Ihrem Standort genauso gut und hoffentlich mit so viel Freude machen, wie wir hier in Bonn. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ja, und da kommen natürlich Fragestellungen auf. HoloLens-Brille, Digitalisierung, Wasserwirtschaft 4.0, was ist das? Und ein konkretes Beispiel, was mich also umgetrieben hat, ist einmal der Fachkräftemangel, dass man also weiß, naja, das wissen Sie auch natürlich. Es ist nicht ganz so einfach, mehr gute Fachkräfte zu bekommen und überhaupt Fachkräfte zu bekommen. Und ich spreche jetzt hier insbesondere für die Fachkraft für Abwassertechnik. Die Rekrutation und die Ausbildung dieser Leute fällt uns hier immer schwerer, weil wir nicht mehr die ausreichende Anzahl zusammenbekommen. Wir sind gerade so im demografischen Wandel. Bei uns gehen in meinem Sachgebiet ungefähr 30% in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Und das ist bei 100 Leuten relativ einfach zu rechnen. Es sind letztendlich 30 Personen, die uns verlassen und die wertvolle und hochschätzende Berufserfahrung mit sich nehmen und die leider nicht einfach so einen Haken hängen können und uns übrig lassen können. Insofern müssen wir uns aufstellen. Die Stellen werden teilweise nicht mehr besetzt. Wir haben aber unsere vielfältigen Aufgaben. Und eine Aufgabe ist das Wochenenddienst, das Wochenendarbeiten auf den Kläranlagen. Sie sind Samstag, Sonntag noch teilweise besetzt, bisher immer mit 2 Leuten. Und da ist natürlich über die Digitalisierung auch jetzt hier über die HoloLens-Brille eine Möglichkeit geschaffen, eventuell diese 2 Mann zu entzerren, indem man auf einen Personendienst geht, natürlich mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Ich denke jetzt hier an Personennoteinrichtungen, wenn was passieren sollte. Und das hat mich so umgetrieben, um zu überlegen, wie kann ich die Menschen, die wir haben, entlasten und ihre Arbeit etwas komfortabler gestalten, aber auch dann, wenn wirklich Not am Mann ist, wie man so schön sagt, wenn man Hilfe braucht und vielleicht die Hilfe nicht direkt verfügbar ist, sondern eben vielleicht durch einen Anruf und jetzt erweitert durch diese Brille sogar virtuell Möglichkeiten schaffen, einen zu unterstützen und vielleicht einen bei der Federbehebung, Störfallbehebung ja, zur Seite zu stehen.
Das waren Dinge, die haben mich umgetrieben. Auch die ganze Störfall-Szenarien, also die Störfälle, wie man sie bearbeiten kann. Die Brille hat einige Features, die also wirklich sehr komfortabel sein können, wenn man sie richtig einsetzt. Und diese Dinge haben wir dann versucht, mit der DWA zusammen, mit dem Herrn Hoffmann von der Sächsischen Bildungsanstalt und mit unseren Kollegen hier in Bonn, mal so ein bisschen nachzustellen. Man muss sich ja daran tasten. Man weiß ja alles nicht. Man muss auch lernen. Und Lernen macht aus meiner Sicht viel Spaß. Ja, und dieses Lernen sah so aus, dass wir halt einfach von der Vielfältigkeit an Aufgabenmöglichkeiten uns haben zwei jetzt ganz konkret mal ausgesucht. Und die Kollegen hatten auch Spaß und haben sich da auch freiwillig für gemeldet. Also war überhaupt kein Problem, jetzt da großartig Überredungskünste an den Tag zu legen, um ja, zu fragen, ob sie es wollen oder doch nicht wollen. Die haben sich gemeldet, haben mitgemacht. Ja, und haben dann dementsprechend an zwei Aufgaben hier am Saliaweg mitgewirkt. Das war einmal, ich sag mal, eine Fehlerbehebung an einem Probenahmeschrank. Und das andere war eine Fehlerbehebung an einem Online-Messgerät. Online-Messgeräte für Nährstoffparameter, so wie Sie sie auch in Ihrem Einsatz haben. Firma spielt überhaupt keine Rolle. Da ging es darum, dass man sich vor das Gerät stellt mit dieser Brille und ruft den Experten aus der Ferne an, der sich dann halt mit diesem Gerät sehr gut auskennt. Und er gibt halt dementsprechend Tipps, wie du jetzt vielleicht eine Störmeldung aus dem Display oder vielleicht einen defekten Schlauch in der Dosierleitung austauschen kannst, weil derjenige, der es jetzt da gerade gefunden hat, halt nicht regelmäßig mit der Sache betraut war. Und so gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine Pumpenverstopfung oder eine Reparatur, eine kleine. Wir haben hier noch Prozessleitstörungen uns vorstellen können, die damit abgearbeitet werden können. Aber auch vielleicht kleine Leerfilme, die schon angesprochen worden sind, um einen anderen, der sich in dieser Technik noch gar nicht so bewandert findet, zu schulen und zuerst mal zu briefen, dass man ihm vielleicht zuerst schon mal so einen Film zeigen kann, um zu verstehen, wie es dann geht. Macht man ja selber auch. Ne? Also ich erwische mich immer wieder, wenn ich an meinem Oldtimer bastel, dann suche ich mir immer mal wieder YouTube-Videos raus, wo vielleicht das ein oder andere Problem, was ich jetzt habe, schon mal gemacht worden ist, gefilmt worden ist. Ja, und durch dieses Schauen und durch dieses Nachschauen kann man sich gute Tipps abgucken und die dann vielleicht selber in der Praxis umsetzen und damit zum Ergebnis zu kommen. Das ist bei uns gemacht worden, einmal auf dem Saliaweg und auch einmal halt in der Kläranlage Duisdorf. An beiden Standorten verschiedene Aufgabenstellungen und wie wir schon gehört haben, auch mit verschiedenen Problemen. Bei dem einen ist ein Datennetz gut vorhanden und einen guten Datenaustausch, bei dem anderen wieder schlecht. Wir hier in Bonn haben leider noch kein eigenes Netz für WLAN oder Mobilfunk, was wir uns aufgebaut haben. Und die Stadt Bonn mit dem Aufgabengebiet, was ich hier jetzt zu vertreten habe, ist noch klassisch Regiebetrieb. Das bedeutet, ich bin ein Teil einer großen Stadtverwaltung hier. Und das ist, und das brauche ich Ihnen, glaube ich, an dem Bildschirm überhaupt nicht zu sagen, als Techniker ein Kraus. Ich muss also wirklich die Verwaltungsköpfe in Freundschaft, nicht negativ gemeint, die brauchen wir auch. Aber du musst diese Menschen überzeugen, wieso du mit einem Tablet vielleicht einen Arbeitsauftrag ausstellen musst. Das dauert, das geht auch nicht in die Köpfe rein, sie verstehen es nicht und sie vergessen dich auch teilweise als technische Abteilung in einem großen Verwaltungswesen, dass es auch Technik gibt. Ja, und dann kannst du schon mal die Probleme, dass der Verwaltungsmensch vielleicht sagt, ja, Höcher machen wir, aber das machen wir dann in 4 Jahren. Und das kennt ihr selber. Ich kann in 4 Jahren warten, wir müssen hier weiterkommen mit unserer Technik. Und vor dem Dilemma hat man dann hier seine Aufgaben, die muss man auch bewerkstelligen, das schafft man auch, man braucht einen langen Atem. Aber man sieht, so ganz verstaubt sind wir nicht. Wir durften diese Brille einsetzen, da ist also überhaupt kein Thema, das geht von der Entscheidungshoheit her. Wir haben es ausprobiert, es gibt auch einige Bilder dazu. Die Frau Diepelt vielleicht kann mal so ein Bild hier einspielen. Vielleicht geht das. Ich weiß es jetzt nicht, ob das funktioniert. Gabi, bist du da dran? Melde dich mal. Ja. Okay. Also wenn wir die Bilder mal haben, die können wir auch im Nachlauf mal gerade noch einteilen. Sabine, die ist ja bei dir auf der PowerPoint-Präsentation drauf. Okay. Okay. Hatte ich dir geschrieben? Ja, ich mache mal weiter. Das heißt, ja, da gibt's okay, auch dann muss Bilder. Ich die neu aufrufen.
Aber diese Bilder, ich sag mal, die können sich die Teilnehmenden hier vorstellen. Man hat ja schon hier vom Herrn Hoffmann das ein oder andere Bild gesehen. Ich sage jetzt nochmal vielleicht was vom Handling her. Ich glaube, da wird sich auch in Zukunft noch viel verbessern und auch immer weiterentwickeln. Die werden leichter, die Brillen. Der Hoffmann hat schon angesprochen, wenn ihr die lange Zeit auf dem Kopf hast. Ich weiß, dass die Emscher zugeschaltet ist und die Kolleginnen und Kollegen von uns haben enorme Erfahrung seit Jahren mit diesen Brillen. Sie haben auch verschiedene Brillen ausprobiert. Die werden es uns gleich sicherlich berichten. Ich habe schon mal den einen oder anderen Vortrag von Ihnen im Spruch nach zur Emscher gehört und ich war davon sehr begeistert. Da gibt es Entwicklungen, die werden weitergehen. Und ich muss sagen, für mich selber, also diese Technik ist handhabbar. Sie ist relativ schnell zur Verfügung. Sie funktionieren. Hier sind die Bilder mal rein. Dankeschön. Funktioniert jetzt. Und jetzt sieht man mich einfach hier einfach mal mit der Brille an so einem Online-Messgerät. Und also die Handhabung von der Technik ist bedienbar und beherrschbar für uns. Also da braucht man nicht großartig ein Wahnsinnsstudium. Das geht eigentlich intuitiv. Aus meiner Sicht, das funktioniert sehr gut. Und man hat das sehr schnell im Einsatz. Klar, du brauchst ein Konto, du brauchst auch eine Lizenz, um diese Remote Control ans Laufen zu bekommen von Microsoft. Das kostet natürlich auch immer ein bisschen Geld, um diese Lizenz auch zu bekommen und zu erhalten. Aber grundsätzlich ist es eine Technik, die möglich ist und die auch relativ schnell zum Einsatz kommt. Wie gesagt, ich bin überzeugt, das wird sich verbessern. Hier sieht man auf dem Bild mich mit dem Schaltplan. Ich bin jetzt nicht der beste Elektrotechniker, aber du kannst den Schaltplan demjenigen ja über die Brille zeigen. Und der sagt dir dann vielleicht, guck mal an der Sicherung oder guck mal gerade an der SBS-Karte, wo die Störung ist. Das Gleiche ist hier rechts dieses Bild, was man auf dieser Präsentation sieht. Da fragt mich jetzt einfach einer mal, ich sitze im Büro, gib mir mal gerade die technischen Daten von einem Motor. Ja, und dann gebe ich die durch und der sucht vielleicht parallel schon dazu im Netz eine Information, die er mir dann wieder auf die HoloLens-Brille zurückspiegeln kann. Und so ist der Austausch sehr effektiv und sehr schnell möglich. Was ich besonders gut an der Brille fand, ist, man kann auch Bilder in einem virtuellen Raum reinhängen. Das bedeutet, du hast einen Schaltplan zum Beispiel oder eine Anweisung über eine Betriebsstörung, wie man die abarbeitet. Und die kann man jetzt virtuell da hinhängen, wo du jetzt gerade hinguckst. Also wegen mir in so einem, ich sag mal, abends Nahklärbecken, neben den Schaltschrank. Und da diese Brille georeferenziert, bedeutet das, wenn du später mit der Brille wieder an den Nachklärräumer kommst, dann hängt dieser Ablaufplan immer noch neben dem Schaltschrank virtuell und du könntest theoretisch nachlesen, wie du eine Störung behebst. Und das sind Dinge für mich, die muss ich für mich selber noch erarbeiten, wie man die später zum Einsatz bekommt und wie langlebig sind diese Techniken. Sind sie zuverlässig? Sind sie auch wirklich greifbar, wenn ich sie brauche? Und das sind die Dinge, die ich jetzt da versuche für mich abzuleiten. Wir machen an dem Versuch weiter. Wir sind auch weiter noch Partner von der DWA. Ja, und lassen jetzt einfach mal die Sachen so geschehen. Gekauft habe ich mir jetzt noch keine Brille, so dass ich jetzt sage, ich kaufe mir die und setze die jetzt direkt bei mir in den Betrieben ein. Ich beobachte die Technik. Ich höre mir das gerne von anderen an, die weiteren und vielleicht vertiefte Erfahrungen schon gemacht haben. Wie gesagt, auch die Emscher, die nachher ja noch was berichten wird. Und dann will ich mal schauen, wie man die Brille vielleicht hier bei uns, also insbesondere auch vielleicht für die Ausbildung, wir bilden die Fachkräfte für Abwassertechnik aus, zum Einsatz bringen kann. Also eine Anfrage ist zum Beispiel, weil wir ja UN-Stadt sind hier in Bonn, die ganzen Delegationen, die also jetzt vielleicht auch durch Corona natürlich nicht zusammenkommen dürfen, diese könnte man über diese Brille zum Beispiel bedienen, indem man über einen Beamer die Brille aufschaltet und ich würde mit der Brille über die Kläranlage gehen. Ne? Dann hättest du so gesehen ein Live-Bild, wenn du ruhig gehst und wackelst nicht so viel von dieser Kläranlage und könntest danach mit den Leuten über diese Kläranlage etwas erzählen. Das sind so Anwendungsfälle, die einem so spontan einfallen. Und ich glaube gerade jetzt auch für unser Berufsbild der Fachkraft für Abwassertechnik, wo wir ja wissen, wir stehen vor einer Neuordnung der Rahmenlehrpläne in dieser Berufsgruppe, da glaube ich schon, dass diese Digitalisierung ein wichtiger Punkt sein wird, um unsere Fachkräfte von morgen ja so auszubilden, dass sie auch den Stand Industrie 4.0 erreichen. Und da gehören vielleicht so Ideen, Ansatzmöglichkeiten mit dazu. Ja, das wäre von meiner Seite aus zu sagen. Wir haben ja nachher im Abschluss noch eine Diskussionsrunde,
sodass wir natürlich gemeinschaftlich uns austauschen können, weil es entstehen ja doch viele Fragen ihrerseits. Und nachdem vielleicht die Emscher das Ganze noch ein bisschen untermauert hat mit wirklich praktischen Live-Bildern und Beispielen, dann glaube ich, da kriegen wir schon eine gute Diskussionsrunde zusammen. Ich bedanke mich jetzt erstmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Übertragung hat gut funktioniert. Sie haben mich gut hören können. Ich möchte mich bei der Frau Thaler und Frau Diebel bedanken für die Teilnahme, dass wir mitmachen durften, in Summe bei der DWA. Stehen weiter zur Verfügung und übergebe das Wort an die Frau Thaler. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Achim. Ich hätte noch Bilder beizutragen hier auch von der Kläranlage Duisdorf. Da haben wir mit der HoloLens, also der Kollege, der hier dieses nette Duschhäubchen auf hat, der hat eigentlich in der aktiven Filmphase die HoloLens getragen. Das ist jetzt ein Foto, was danach entstanden ist. Jedenfalls haben wir da eine Puppenbergung aus dem Sandfangbecken gemacht und haben quasi dieses ganze Prozedere dann auch aus Sicht der HoloLens gefilmt. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast, diese Lehrfilme, die dadurch entstehen. Und bei diesen Lehrfilmen sieht man eben auch aus der Perspektive des Mitarbeiters, der die Arbeiten ausführt, was zu tun ist und sieht gleichzeitig eingeblendet über Hologramme und eben auch Audio, also sprachlich, dann kann man das hören, welche Anweisungen er bekommt und kann das alles wunderbar nachvollziehen. Und diese Lehrfilme sind natürlich auch gut einsetzbar, wenn dann neues Personal, neue Auszubildende eingearbeitet werden sollen. Und das ist auch ein Ziel in unserem Projekt DIVA, diese Lehrfilme zu erstellen, so ein Portfolio an Lehrfilmen. Und dass man dann daraus dann nachher auch gut schöpfen kann und das dann in der beruflichen Praxis bei der Ausbildung oder bei der beim Neueinarbeiten von neuen Mitarbeitern nutzen kann. Ja, herzlichen Dank nochmal, Achim. Gabi, könntest du jetzt bitte die Moderationsrechte übertragen an den Herrn Reetz? Dann kommen jetzt nämlich als nächstes die Kollegen von der Emscher Genossenschaft. Und wir haben den Herrn Reetz, der vortragen wird. Er ist Projektassistent im Bereich Automation. Aber auch anwesend ist der Herr Saathoff, Abteilungsleiter der Instandhaltungswerkstätten, und der Herr Peiser, Gruppenleiter Automatisierung und Prozessleitsystem. Vielleicht übernehmen Sie das selber, jeder ein paar Worte zu sich zu sagen, weil alle drei stehen dann gerne nachher auch in der Diskussion bereit und nachdem der Herr Reetz vorgetragen hat. Bitte schön. Okay, dann würde ich mal anfangen. Also, ich war schon zitiert, mein Name ist Jörg Saathoff, bin auch schon sehr lange bei den Verbänden, so nenne ich es mal, ist ja Emscher Genossenschaft und Lippenverband. Man nennt immer als ersten Zug immer die Emscher, aber Lippenverband ist genauso wichtig, muss meine Kollegen meinen Schutz nehmen. Wir sind ja insgesamt 1500 Menschen schwer oder 1600 Menschen schwer. Und wir von der Instandhaltung haben wir drei Standorte, die in der ganzen Fläche unterwegs sind, also in dem ganzen Verbandsgebiet. Und wir bespielen 45 Meisterbereiche praktisch mit der Instandhaltung. So, also wir kommen raus als Experte oder haben uns ein bisschen ins Expertentum geflüchtet und unterstützen vor Ort die Schlosser, Elektriker und Verfahrensleute, um die Anlage zu betreiben. Und da dreht sich auch gerade so dieser Kreislauf, warum brauchen wir so eine Brille? Weil wir nicht überall gleichzeitig sein können. Und wir sind insgesamt bei der Instandhaltung 130 Leute. Und unser Vorstand kam irgendwann auf den Gedanken, Industrie 4.0 für sich zu entdecken. Und das zeigt gleich der Herr Reetz auch, was das bedeutet. Und wir sind da auf breiter Spur unterwegs mit der vollen Rückendeckung unseres Vorstandes. Und es macht auch Spaß, muss ich dazu sagen. Und der Auftrag heute ist, oder jetzt, diese Techniken, die ja, meine ich, schon etabliert sind, auf die Straße zu kriegen. Und es gibt ja Schwierigkeiten, erstmal Netzabdeckung, 4G, 5G, was es alles geben kann in Zukunft. Oder ein virtuelles, also eine WLAN-Strecke aufzubauen, dass man da auch damit gut arbeiten kann. Und das ist so der Job, den wir haben. Wir müssen nicht mehr testen, ob es geht, sondern es auf die Straße kriegen und sozusagen Traffic hinzukriegen. Also Leute, das wirklich regelmäßig nutzen und da Spaß dran haben. Jo, das zu meiner Person und zu dem Thema, was vielleicht
besser hören können von Herrn Reetz. Ich würde Herrn Peiser bitten. Mein Name ist Pascal Peiser. Ich bin Gruppenleiter in der Instandhaltung bei der Emscher-Genossenschaft und betreue zwei Mess- und Regelungstechnikwerkstätten und eine Betriebsüberwachungszentrale. Also das ist die zentrale Leitstelle für das gesamte Verbandsgebiet. Und genau, wir machen normale Instandhaltung, Automatisierungstechnik, Messtechnik, Programmierarbeiten und haben ab und zu immer so ein paar spezielle Projekte, wie jetzt der Einsatz von Augmented Reality Smart Glasses. Und ja, da wird der Bastian Reetz noch ein bisschen was zu erzählen, was wir da aktuell machen. Ja, genau. Mein Name ist Bastian Reetz. Ich bin beim Pascal Peiser in der Gruppe im Technischen Büro aktiv, darf den Workflow Industrie 4.0 bei EGA e.V. mitgestalten und miterleben. Und unter anderem haben wir da unser Augmented Reality und Virtual Reality Projekt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Präsentation. Wir haben zu Beginn, Herr Saathoff hat es gerade schon angeschnitten, eine starke Rückendeckung von unserem Vorstand. Wir haben nicht nur in diesem ganzen Zuge Digitalisierung, Innovation, VR und AR uns ausklamüsert, die Schwerpunkte, die wir behandeln möchten, sondern da fließen auch viele verschiedene Sachen noch mit ein, zum Beispiel künstliche Intelligenzen, virtuelles Prozessleitsystem, Building Information Modeling, das ist was ganz Interessantes, das sind quasi Betriebsanlagen, die schon im Betrieb sind, die in 3D zu visualisieren. Und das kann man später dann auch für solche AR, VR-Produkte nutzen, um quasi die Anlage digital zu erstellen und wir dann halt auch digital mit unseren VR, AR-Systemen da arbeiten können. Wir haben, so, da ist es, wir haben unsere begonnen damit, erstmal uns in der VR-Welt ein bisschen auszuleben. Wahrscheinlich haben es viele schon mitbekommen, dass wir im Moment dieses Jahrhundertprojekt haben, der Abwasserkanal Emscher, 51 Kilometer langer Abwasserkanal, der gerade ganz neu gebaut wird. Und da fallen natürlich auch viele neue Betriebsgebäude an, unter anderem auch drei große Tiefenpumpwerke. Und da haben wir quasi mit dem VR-System schon während der Planungsphase eine Möglichkeit bekommen, den Meisterbereichen, die später diese Pumpwerke betreuen können oder betreuen müssen und betreuen sollen, einen Einblick zu gewähren, wie wird das überhaupt aufgebaut. Also die ganze Planungsphase wurde nicht nur auf dem Papier gemacht, sondern auch wirklich 3D-Zeichnungen erstellt und das dann in ein VR-System implementiert. Wir sehen jetzt hier Kollegen und Kolleginnen, die die VR-Brille aufhaben. Die konnten dann das Pumpwerk wirklich begehen, in den Aufzug steigen, über Controller den Aufzug auch bedienen, natürlich dann nur visualisiert herabfahren, konnten dann aber auch unten im Betriebsgebäude über die Controller eine Krananlage bedienen und sich wirklich digital schon ein bisschen einleben. Das Interessante dabei ist tatsächlich, dass das Pumpwerk auch fast genauso natürlich dann auch gebaut wurde und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort jetzt das Pumpwerk im fertigen Zustand sehen und wissen, jo, da ist wirklich was dran, so sieht es auch wirklich in echt dann aus. Das war quasi so unser erster Einblick, wie wir die virtuelle Realität zu uns holen. Ein anderer Ansatzpunkt, den wir auch verfolgen, ist der Einsatz für Kanäle, die wir befahren. Wir schauen uns quasi den Zustand des Kanals an mit einem Schadenserkennungssystem. Sind immer dann live vor Ort und Kollegen, die die Bilder sich anschauen. Wir können aber damit mit dem VR-System auch später noch im Nachgang anderen Kolleginnen und Kollegen, die nicht mit dabei waren, zeigen, dass der Kanal tatsächlich im vernünftigen Zustand ist oder irgendwelche Schadensbilder nochmal zeigen. Wir können mit den Behörden viel enger zusammenarbeiten, der Bezirksregierung quasi einen nachträglichen Durchgang durch diesen aufgenommenen Kanal ermöglichen. Auch hier sehen wir links einen Kollegen im Bild, der so eine VR-Brille aufhat, die Controller in der Hand. Also er kann quasi selbst bestimmen, wie schnell gehe ich da durch, wo stoppe ich, rechts, links schauen. Und das wird tatsächlich auch in der Praxis benutzt und kommt auch sehr gut soweit an. Ist natürlich ein totaler Mehrwert für Leute. Man kann quasi mit Bezirksregierungen zusammenarbeiten. Man muss nicht immer jemanden vor Ort haben. Man kann im Nachgang noch ganz viel klären, zeigen und wirklich auch, es
ist ein Schritt, der es einfacher macht, auch wirklich zu zeigen, wie jetzt gerade der aktuelle Zustand unserer Kanäle sind und ist. Im Zuge dieser ganzen Innovations- und Digitalisierungsprojekte haben wir bei uns in Essen in der Hauptverwaltung ein sogenanntes Tech-Lab erstellt. Das ist eine Räumlichkeit, wo neue und Innovationsprojekte vorgestellt werden, wo Kolleginnen und Kollegen extern, intern die Möglichkeit haben, nach Terminabsprache sich diese neuen Technologien anzuschauen, gezeigt zu bekommen. Da war im letzten Vortrag, den wir über die DIVA auch gehalten haben, ein Kollege, der, glaube ich, auch gesagt hatte, er war schon mal da und war total begeistert. Man konnte quasi die Technik zum Anfassen hatte man sie und konnte selber sich mal so eine VR-Brille anschauen. So, und dann haben wir uns für den Einstieg für das Augmented Reality-System gedacht. Erstmal die Ausgangsfrage, inwieweit können wir Augmented Reality-Systeme bei der täglichen Arbeit zur Unterstützung benutzen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und erstmal dann Punkte aufgeschrieben, was erwarten wir eigentlich, was wollen wir haben. Wir haben dann Anforderungen erstellt. Erstmal die große Frage, welche Anwendungsfälle gibt es für solch ein AR-System? Dann, welche besonderen Anforderungen sind es? Also wir sind im industriellen Umfeld. Wir sind jetzt nicht irgendwo auf der grünen Wiese, wo, wo man keine äußerlichen, äußerlichen Einflüsse hat. Wir haben hier auch Ex-Bereiche. Wir haben hier große Staubbereiche. Wir haben natürlich auch Wasser. Wir haben auch PSA, die wir tragen müssen und, und. Ganz wichtig ist bei uns der Punkt, will ich diese freihändige Verwendung. Also wir wollen keine, wir wollen diese Free Hands, nennt sich das in der Augmented Reality World. Wir wollen die Hände zur Verfügung haben zum Arbeiten und so wenig wie möglich mit Händen, Tasten drücken. Da gibt es quasi bei der HoloLens, die ist ja auch so aufgebaut, dass man da mit Gestensteuerung und mit Sprachsteuerung arbeiten kann. Also man hat keine Tasten oder Controller noch in der Hand, wie das jetzt gerade in der VR-Welt so war. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Skalierbarkeit. Skalierbarkeit meint jetzt hier in diesem Fall, dass wir, wenn wir eine Brille haben, auch merken, wir haben so gute Anwendungsfälle, wir brauchen unbedingt neue oder zusätzliche, dass wir dann auch ganz einfach zusätzliche Brillen uns erwerben können und die in unser System etablieren können. Da arbeiten wir mit einem Modell von TeamViewer, die haben Lizenzen. Man kann halt schnell Lizenzen für die Software benutzen, erwerben, kann gleichzeitig auch schnell auch die Brillen erwerben, um halt seinen Bestand aufzustocken. Einfach in der Anwendung, hatte gerade auch schon der Kollege Hofmann in seiner Präsentation gesagt, dass das ein wichtiger Punkt ist, der auch von den Mitarbeitenden natürlich stark beurteilt wird, wie einfach kann ich jetzt dieses System anwenden. Wir erhoffen uns dadurch die Minimierung von Reisezeiten. Herr Saathoff hat es gerade schon angesprochen, wir sind ein sehr großer Verband mit 1600 Mitarbeitenden. Dementsprechend sind wir auch sehr weit hier verteilt. Durch so ein Hinzuziehen von Experten oder Mitarbeitenden über ein AR-System sparen wir uns natürlich auch ganz viel Reisezeit. Na und dabei soll es dann Unterstützung geben über Sprach, Video, Text und sonstigen Sachen. Genau, wir haben uns dann für die Anwendungsfälle überlegt, wo wollen wir dieses System testen. Wir haben zwei Anwendungsfälle uns ausgesucht. Einmal der Experte on Demand. Das bedeutet, ich bin irgendwo in der Anlage aktiv, brauche Hilfe aus der Ferne, weil ich nicht mehr weiterkomme, kann mir dann über die Brille Hilfe dazu holen. Wir haben uns dafür jetzt für die Software von TeamViewer entschieden. Frontline Exist heißt die Software. Das ist quasi eine Plattform, wo man sich anmelden kann oder auch muss. Ich dann den Mitarbeiter anrufen kann oder der Mitarbeiter mich anrufen kann. Und wir haben da dann halt viele verschiedene Möglichkeiten. Ähnlich wie das auch im ersten Vortrag vom Herrn Hofmann über das Teams, MS Teams gezeigt wurde, können wir auch in dieser Frontline Exist Plattform dem Mitarbeiter Dokumente zur Verfügung stellen. Wir können ihn in, wie das auch in diesem Bild gesehen gezeigt wird, können wir ihn in sein Bild, in sein virtuelles Bild reinzeichnen, reinmalen, können Texte, Kommentare abgeben, Screenshots machen,
und der Mitarbeiter kann quasi dadurch handfrei weiterarbeiten und auf Anweisungen bzw. Unterstützung dann weiterarbeiten und weiterkommen. Der zweite Anwendungsfall ist in der Schulung und Ausbildung. Dort haben wir uns überlegt, wir wollen gerne die Schulung und Ausbildung digitaler machen und smarter machen. Das hat auch den Hintergrund. Herr Saathoff hat es vorhin gesagt, wir wollen quasi dieses System in die Fläche bringen, also dass es auch wirklich genutzt wird und genutzt werden kann. Und da sehen wir den Punkt, dass wir auch die Ausbildung da schon mit rein ins Boot holen müssen, weil das ist die Zukunft, die wir haben. Das sind die Leute, die auch später irgendwann mal die Altgesellen dann sind. Und wenn die dann schon in der Ausbildung das sich mit Augmented Reality, mit quasi innovativen, neuartigen Systemen beschäftigen können, sehen wir da die Chance, dass wir quasi dieses System auch ganz schnell nach der Ausbildung, dass sie es mittragen in die Meisterbereiche, wo sie dann hinkommen, wo sie arbeiten und sagen können, wir haben das schon in der Ausbildung gemacht, das ist echt super. Wir würden das hier auch einen Angriffspunkt sehen, wo wir das halt bedienen können oder benutzen können. Die zwei Anwendungsfälle schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben für den Anwendungsfall Experte on Demand uns für eine Brille der Firma Realwear entschieden. Firma Realwear, das Modell HMT1. Wir haben uns für ein System da entschieden, was halt unseren Anforderungen entspricht. Ich hatte ja zu Beginn die Anforderungen von unserem System angeschaut, dass wir quasi wir in Ex-Bereichen aktiv sind, wir in Abwasserbereichen aktiv sind. Diese Brille gibt es als Ex-Zonen-zertifiziertes Modell. Wir haben eine schnelle Skalierbarkeit, auch was unsere PSA angeht. Also es gibt Halterungen für Helme, für Schutzhelme, für Visiere, für eigentlich alle gängigen PSA-Schutz-Sachen, die wir dann quasi, wo wir diese Brille dann auch adaptiv anbringen können. Wichtig ist uns auch, dass der Punkt Gewicht. Wir sehen jetzt hier, die Brille hat ein Gewicht von 380 Gramm. Das ist recht wenig, wenn man das mit anderen Brillen, vergleichsweise der HoloLens 2, vergleicht, ein sehr geringes Gewicht. Wir haben eine Akkulaufzeit von 8 Stunden, können den aber auch auswechseln und somit ermöglicht das halt auch einen langen Einsatz der Brille. Für den Anwendungsfall Ausbildung haben wir uns für ein etwas leichteres Modell entschieden. Wir haben in der Ausbildung, sind wir in einem geschlossenen Ausbildungszentrum, da haben wir diese ganzen Einflüsse wie Ex-Zonen, Wasser etc. haben wir nicht, also haben wir da quasi ein leichteres Modell ausgewählt, das ist die WUWIX M400. Die hat die Möglichkeit, über ein Touchpad Sprachsteuerung, Tastensteuerung bedient zu werden. Da haben wir halt uns für dieses Modell entschieden. Wir haben ja nicht nur einen Azubi, wir haben 6, 7 Azubis, die diese Brille vermutlich zeitgleich dann auch nutzen, dass da dann halt quasi auch die Möglichkeit gegeben ist, über das Touchpad Tastensteuerung alternativ zur Sprachsteuerung, wenn viel Gewusel ist, weil man trotzdem das System auch sinnvoll und gut nutzen kann. Genau. Als Anwendungsfall für das Experte on Demand System folgt der Abwasserkanal Emscher. Dort wollen wir ganz gerne das System etablieren. Ich hatte ja gerade schon angeschnitten, das ist ein 51 Kilometer langer Abwasserkanal, wo wir auch die Kanäle untersuchen müssen, warten müssen. Wir haben dann natürlich einen riesigen Maschinenfuhrpark, den wir uns da jetzt zusammengestellt haben. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut wurden neueste Messmethoden, Schadenserkennungsmethoden entwickelt. Die sitzen jetzt beispielsweise in Magdeburg. Und da sehen wir halt Potenzial, wirklich dieses Experte-on-Demand-System, wenn wir Fragen zu den Maschinen haben, zu den Schadenserkennungssystemen, was die für uns entwickelt haben, dass sie dann nicht aus Magdeburg anreisen müssen, sondern wir die Brille auch nutzen können, dass sie uns quasi aus der Ferne ganz schnell helfen können. Wir sind quasi mit Kollegen unten vor Ort, die dieses Erkennungssystem einbauen, wenn da Probleme auftreten. Wir wollen natürlich so wenig wie möglich Personal unten im Kanal haben und sehen da halt das Potenzial für die Brille, dass wir dann mit der Brille auch das Personal, was oben sich befindet im Auswerte- und Analyseraum auch live vor Ort mitnehmen können. Und ganz wichtiger Faktor da auch, über die Brille machen wir keine Einschränkung, was die Mobilität des Mitarbeiters angeht. Also der hat immer noch seine Hände frei, er hat die Brille auf, ob er jetzt quasi mit uns darüber kommuniziert oder nicht,
kann er selber entscheiden. Er muss nicht irgendwie ein Handy in der Hand haben, sonstiges, sondern hat seine Hände weiter frei und kann damit arbeiten. Genau. Der zweite Anwendungsfall in der Ausbildung sieht so aus, dass wir quasi uns überlegt haben, wie können wir die Azubis unterstützen. Wir wollen denen nicht irgendwie Arbeit wegnehmen, wir wollen denen auch nicht irgendwie eine Schrittfolge machen, sondern wir wollen den Azubis eine Arbeitsergänzung geben. Also haben wir uns für so eine Creator-Software entschieden, auch von TeamViewer. Workplace Creator heißt diese. Dort wird das ermöglicht, den Azubi, dass er sich einen eigenen Workflow erstellt und alle relevanten Mittel für seine Arbeitsdurchführung sich zusammenstellen kann. Das gucken wir uns auch im Folgenden an. Hier sehen wir jetzt quasi, wir haben verschiedene Templates, die wir nutzen können. Das ist per Drag and Drop, können wir die verbinden, können die selber gestalten. Und dann kann der Azubi, wenn er in die, zu seiner Aufgabenstellung zur Durchführung kommt, setzt er die Brille auf und kann dann quasi seine ganze Dokumentation digital abfragen. Das sieht dann so aus, dass wir quasi, einmal meine Maus, da ist sie, dass wir quasi diesen Workflow digital auf der Brille haben. Wir befinden uns in der Übersicht. Das ist jetzt wirklich das Bild, was der Azubi, die Azubin in die Brille, in die Welt halt projiziert bekommt. Hier kann man jetzt über Sprachsteuerung die verschiedenen Bereiche wie Montageplan, E-Plan, Materialplan, Aufgaben, die Doku hervorrufen. Wie gesagt, entweder über Sprachensteuerung oder Tastensteuerung. Und wenn jetzt gesagt wird E-Plan, springt er quasi rüber, öffnet einen E-Plan. Hier haben wir auch die Möglichkeit, PDFs etc. hochzuladen, als man dann quasi auch wirklich einen hochauflösenden E-Plan dann auch sich anschauen kann, rein rauszoomen kann, das Bild stoppen kann, dass es halt sich nicht mitbewegt und. Über den Befehl zurück komme ich quasi wieder in die Übersicht, kann jetzt sagen, Montage, kommen in mein Montagebild und sehe dann, okay, so soll ich jetzt, in diesem Fall ist es eine Stromschlussschaltung, so soll die aufgebaut werden. Aha, alles klar, weiß ich, und kann wieder zurückgehen, kann quasi dann auch über den Sprachbefehl Material in meine Materialliste reinschauen, kann gucken, habe ich alles an Material, kann man per Sprache die Punkte abhaken oder durch Tastenfunktion. Und das ermöglicht quasi den Azubi, seine Durchführungsphase zu planen. Wie gesagt, dieser Workflow, der wird nicht vorgegeben, der wird vom Azubi selber erarbeitet. Sprich, er lernt dabei quasi, sich auch vernünftig auf die Arbeit vorzubereiten, sich digital auch darauf vorzubereiten. Und wir hoffen uns damit halt, das System den näher zu bringen und auch da natürlich ein sehr hohes Interesse dann dabei zu erwirken. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Einmal wieder die Maus. Von unseren Anwendungsfällen. Genau, Fragen wollten wir gleich im Nachgang besprechen. Wir hoffen uns natürlich, dass das ganze AR-System hier auch bei uns sich wirklich sehr gut etabliert. Wie gesagt, hatten wir gerade auch schon von den Kollegen aus Bonn gehört. WLAN, Schnittstellen und. Das sind alles so kleine Probleme, die man noch beheben kann. Aber die das System halt nicht zum Scheitern bringen, sondern da findet man überall Lösungen. Dann bedanke ich mich für das Zuhören und ich würde die Moderationsrechte wieder rüberspielen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Reetz, für den sehr schönen Vortrag. Wir haben jetzt auch schon einige Fragen im Chat und ich würde vorschlagen, dass wir direkt einsteigen. Also, was Sie eben gerade zum Schluss ansprachen, das WLAN-Netz, da gibt es auch direkt die erste Frage zu. Wie ist es mit dem WLAN-Netz auf Kläranlagen unter dem Aspekt, dass Kläranlagen als kritische Infrastruktur einzustufen sind und dass das WLAN bei den Anlagen sogar zunehmend abgeschaltet wird, also eher der gegenläufige Trend, als dass man die Anlagen flächendeckend mit WLAN versorgt. Wie schätzen Sie dieses Problem ein? Also wir haben bei Emscher Genossenschaft Lippe-Verband, wir haben WLAN zumeist in geschlossenen Räumen, also nicht in den freien Flächen. Und in den geschlossenen Räumen auf den Anlagen haben wir nur Mitarbeiter Zutritt, die das dann nutzen können. Man kann auch WLAN sicher gestalten, also kritiskonform gestalten.
Wir wollen natürlich die Smart Glasses auch außerhalb von Gebäuden nutzen, nicht nur im Büro, sondern wirklich in der Fläche. Und da, wo wir keinen WLAN-Empfang haben, entweder auf den Außenbereichen der Großkläranlagen oder auch auf den Außenanlagen, da haben wir auch mobile LTE-Router, akkugestützt, die wir ja, dann mitgeben. Wir testen jetzt gerade auch in der ersten Phase, ob das auch Probleme bereitet, ob es irgendwo noch weiße Flecken auf der LTE-Landkarte gibt. Oder wenn man jetzt irgendwie ja, in ein Pumpwerk herabsteigen muss, muss man ja auch an einer Stelle, wo man diesen Router platziert, dann LTE-Empfang haben und ein WLAN-Signal noch erzeugen, was dann bis zum Smart Glass an die Anwendungsstelle reicht. Das sind Dinge, die wir jetzt noch in der Praxis herausfinden wollen. Wir sind aber zuversichtlich. Ja, wir haben das gleiche Problem auch als Ergänzung. Wir haben ja eine mobile Instandhaltung. Also jeder hat eigentlich so ein Tablet dabei, in Anführungsstrichen Tablet, teilweise nur ein Laptop, wo er auch über WLAN sozusagen, über einen Hotspot mit so einem WLAN-Router sowieso seine Informationen abruft. Deswegen ist das, glaube ich, schon gelebte Praxis, sich dazu, ich sag mal, behelfen. Ja, ich denke, es ging bei der Frage auch um den Aspekt der Cybersicherheit. Wie wird das bei Ihnen diskutiert? Und der andere Aspekt betrifft den Datenschutz. Also teilweise ist es ja schon schwierig, wenn Webcams aufgestellt sind auf den Anlagen und da vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Also wie werden diese Themen bei Ihnen behandelt? Wir haben eine Vereinbarung mit dem Personalrat zur Aufstellung von Videokameras, zur Nutzung von AR-Systemen, an die wir uns sklavisch halten. Und da wird nichts aufgezeichnet, ja nur online übermitteln und nicht aufgezeichnet oder weitergeleitet. Maximal Bilder übertragen mit irgendwelchen Handzeichnungen. Also das haben wir eigentlich mit dem PR sozusagen und der Datenschutzbeauftragten sozusagen erarbeitet. Da gibt es ein gemeinsames Verständnis, wie wir damit umgehen. Aber es werden ja auch keine internen Daten, sondern einfach nur ein Gespräch zwischen Experte und Mitarbeiter durchgeführt oder die Ausbildung im geschlossenen Raum baut sich selbst die Anleitung zum Arbeiten. Da sind ja keine Wirtschaftspläne verteilt. Ne? Also da muss man dazu sagen. Deswegen ist Datenschutz zwar wichtig, aber nicht kriegsführend. So. Ja. Achim, wie ist diese Situation bei euch in Bonn? Wird da auch drüber diskutiert? Datenschutz, Cybersicherheit? Achim? Ja, ich bin da. Ja, wunderbar. Ja, natürlich. Das wird auch bei uns diskutiert. Wir unterliegen auch der kritischen Infrastruktur. Und wie die Kollegen von der Emscher schon gesagt haben, das sind meistens Gründe, die aufgezählt werden, um etwas nicht zu wollen. Aber die Herrschaften haben es geschafft. Sie nicken. Das freut mich. Ihr habt es geschafft. Ich bin stolz auf euch. Diese Betonköpfe so zurechtzurücken, dass man also Wege findet, wie man sowas auf die Welt bekommt. Ja, das ist überhaupt keine Diskussion. Wir brauchen das, das wird weitergehen. Und wenn wir dann so weitermachen, mit nur immer Gründe zu finden, warum etwas nicht funktioniert, dann hängt uns die Welt immer weiter ab. Insofern ist das toll, dass die Menschen da diese Energie reinsetzen und uns zeigen, natürlich haben wir Gründe, etwas nicht zu tun, aber es findet sich viele Wege, dahin zu kommen, um eben auch ein Ziel zu erreichen. Und der Hinweis von dem Kollegen finde ich grandios. Der sagt, wir haben eine Vereinbarung, daraufhin halten wir uns und dann ist es doch auch mal gut. Diese für mich Verrechtlichung der Gesellschaft, die macht uns fertig. Ja? Und wenn wir da nicht einen Weg finden, gemeinschaftlich mit Maß und Mitte durch die Welt zu gehen, dann sind wir, ich sage jetzt mal, in uns, wir sind in der Abwasserwelt, dann sind wir am Arsch, ja? Dann klappt es nicht. Also insofern, wir haben die Diskussion, ich bin allerdings leider im Regiebetrieb. Ich habe es erklärt, im Verwaltungsmenschen in aller Liebe, wir brauchen ihn. Aber das zu erklären, was wir hier schon gemeinschaftlich diskutieren, ist die Quadratur des Kreises. Dies wissenschaftlich nicht möglich, weil Pi sich nicht quadrieren lässt. Insofern, ich gebe mich dran und vielleicht kann ich im halben Jahr wieder berichten, dass ich 1 Millimeter weitergekommen bin. Also ich gebe euch nach Essen, oben wo ihr seid, an die Emscher viel Kraft. Macht weiter so und wir hängen uns dran, ja? Ja, sehr schön gesprochen. Jetzt gibt es noch eine Frage an den Herrn Reetz, und zwar die Frage, ob die Anwendungsfälle für die Augmented Reality auch deckungsgleich sind mit den BIM-Anwendungsfällen, beziehungsweise gibt es da eine Abstimmung zwischen den Anwendungsfällen für Building Information Modeling oder Augmented Reality? Nee, dazu gibt es... Jetzt höre ich mich doch. Ja, wir hören Sie.
Ja, nee, ich hatte mich doppelt gehört, das war gerade kurz. Also es gibt keine direkte Abstimmung, das ist quasi was, was halt ineinander inkludieren kann. Die Idee ist, oder es wäre natürlich naheliegend, auch dieses BIM-System auch sinnvoll zu nutzen und dann daraus auch diese VR- oder AR-Anwendungsfälle zu erstellen. Ein Kollege aus unserer Abteilung auch, leider heute hier nicht anwesend sein konnte, der auch beim DWA ist, der hatte da sogar tatsächlich schon nachgefragt. Der betreut dieses BIM-System. Es ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber das sind Sachen, an die man halt natürlich jetzt auch schon denken sollte, um dieses System auch in Zukunft wirklich weiterzuentwickeln. Also derzeit wird es ja genutzt, um also mal Anlagen, also unsere Verbrennung zum Beispiel wird einmal abgebimst sozusagen, um dann praktisch dem Planer zu sagen, die Rohrleitung passt da nicht durch. Das ist ja eher eine VR-Anwendung. Die AR-Anwendung ist bei uns höchstens in der Fläche, wo ist die Leitung? Wenn man mal in die Richtung guckt und sieht dann die Leitung. Das haben wir in Bottrop realisiert. Ist natürlich Knibbelkram. Ne? Das heißt, Dokumentation ohne Ende wälzt und am Ende passt es doch nicht. Also das ist, da kriegt man nicht so schnell Anwendungsfälle, die dauerhaft laufen. Bevor man alle Anlagen aufgenommen hat mit Informationen, die in der Fläche sind, ist ein dickeres Brett als nur eben eine Anwendung mit Experte on Demand und eine Ausbildung zu unterstützen. Das ist ein bisschen mehr zu tun. Was wollte ich auch sagen? Also wir haben ein System, VGIS nennt sich das. Da wird die Leitungsführung virtualisiert für Gas, Wasser, Strom und so weiter, Telefon, Datennetze. Das funktioniert vom Tablet aus, ist aber eine separate Anwendung bei uns im Hause. Die ist nicht mit dem System, was wir jetzt heute vorgestellt haben, verknüpft. Ja, danke schön. Und dann haben wir hier eine Anwendung, dass halt die Datenbrillen als Kommunikationsmittel eine von möglichen Alternativen sind zu anderen Kommunikationsformen wie Tablet plus Webcam. Allerdings gehört die Zukunft eindeutig der Kombination mit digitalen Zwillingen, beispielsweise wenn man ein Pumpenlaufrad austauschen will, das dann mittels Anleitung durch die Brille. Und der Aspekt, wenn man jetzt an Tablet und Webcam denkt, ist natürlich auch immer, man hat die Hände frei. Der Mitarbeiter, der arbeitet, ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden, der hat die Brille auf dem Kopf, die halt auch zunehmend komfortabler werden wird, sodass man sie irgendwann vielleicht gar nicht mehr spürt und sie wie eine normale Brille ist, also wie eine optische Brille. Und er hat die Hände frei und das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Dann haben wir hier noch eine Frage, wie grundsätzlich die Erfahrung mit den drei Brillen ist bezüglich LTE im Hinblick auf die Stabilität und Verzögerung und die Kosten, also Verzögerung der Übertragung und die Kosten. Oder ist es dringend immer erforderlich, WLAN zu haben? Eine Anmerkung dazu ist, ja, WLAN ist erforderlich. Aber WLAN ist erforderlich, richtig. LTE geht natürlich auch sehr gut. Also wir haben bisher jetzt mit diesen LTE-Routern gute Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es, wenn man jetzt den LTE-Router in einer Räumlichkeit benutzt und man sich dann im Keller befindet, man muss halt immer ein bisschen auch ausprobieren, wo geht's nicht. Wir haben jetzt, sag ich mal, bei uns, bei EGLV in unseren Räumlichkeiten, hat der Herr Peiser ja vorhin schon auch gesagt, überall WLAN-Hotspots aufgebaut. Im Freien hat es bisher funktioniert. Wir sind jetzt, ab nächsten Monat gehen wir quasi in die erste große Testphase und da werden wir dann wahrscheinlich auch sehr viele Ergebnisse finden und sammeln, wie es halt wirklich bei uns in den Betriebsanlagen dann aussieht. Und bezüglich Kosten, die Brillen. Also das Ausbildungsmodell kostet, soweit ich so, rund 1.700 Euro und das etwas robustere für Experte on Demand kostet, glaube ich, so 2.400 Euro. Plus dann die Software-Lizenz. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Da muss man sich ein Angebot geben lassen. Und man kann aber auch auf diesen Brillen Microsoft Teams laufen lassen. Also man muss gar nicht extra, so wie wir es jetzt machen, TeamViewer Frontline nutzen. Man kann auch Teams nutzen, allerdings dann auch nur mit den Funktionen, die Microsoft Teams bietet. Ja, danke schön.
Ich habe hier noch einen Kommentar zu dem, was der Achim Höcherl eben gesagt hat, unter dem Stichwort Betonköpfe. Und zwar sagt hier der Teilnehmer, also es geht hier in keinem Fall um Betonköpfe, sondern es geht um reale Bedrohungsszenarien, die leider schon mehrere Klärwerke massiv betroffen haben. Und hier wäre der Kontakt mit der entsprechenden DWA-Arbeitsgruppe Cybersicherheit wichtig. Eine Vereinbarung mit dem Personalrat des Betreibers reicht aus Sicht des Teilnehmers nicht aus, wenn Fremdfirmen auf dem Klärwerk arbeiten. Es hilft also nicht, diese Bedrohung wegzureden, sondern man muss sich wirklich den Herausforderungen und der Bedrohung stellen und muss halt auch diese Entwicklung mit einbeziehen. Das nur als Kommentar nochmal zu den Betonköpfen. Ansonsten habe ich hier noch die Frage, ob die Apps für die Brillen programmiert werden mussten oder ob auf fertige Software zurückgegriffen werden konnte. Besonders im Hinblick auf das von Achim Höcherl vorgestellte georeferenzierte Dokumentenarchivierung. Also im Falle von der HoloLens 2 und unserem Projekt haben wir die Microsoft Remote Assist App genutzt, also keine Programmierung erforderlich, hatte Herr Hoffmann schon gesagt, sondern haben ein fertiges Produkt von Microsoft verwendet. Aber vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, Achim? Nee, das ist eigentlich alles in Ordnung. Das haben wir ja so gesagt. Das konnte die Brille. Und der Kommentar natürlich, der ist absolut korrekt. Da kann man noch mal kurz drauf eingehen. Dieses Betonköpfe ist gemeint, nicht abwerten, sondern einfach nur, dass wir Wege finden müssen, um unsere Sicherheit natürlich aufrechtzuerhalten und trotzdem innovativ zu bleiben. Ne? Also man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das ist damit gemeint worden. Ist ein bisschen polarisiert, freut mich, wenn das Gegenüber wach geworden ist und hat reagiert, macht Spaß. Also weiter im Text. Gut, danke schön. Ja, dann haben wir hier noch eine Anmerkung, dass halt die generelle Erfahrung des Teilnehmers ist mit der HoloLens 1, dass sie leider eben nicht optimal ist und instabile Software und Hardware beklagt er, besonders Abstürze, Einfrieren des Sichtfeldes und damit aus seiner Sicht ist es nicht für nicht technikaffine Klärwärter nicht zumutbar in der Anwendung. Und die Frage ist eben, ob die anderen mit anderen stabileren Brillen arbeiten. Wir haben ja jetzt von der Emscher Genossenschaft einen weiteren Überblick bekommen, welche Brillen eingesetzt werden, auch abhängig von dem konkreten Anwendungsfall, was die Stabilität der HoloLens 2 angeht, muss man gestehen, da gibt es noch Einschränkungen, die halt auch offensichtlich mit einer Überlastung zu tun haben bei schwachem WLAN, wenn man gleichzeitig die Remote-Verbindung aufrecht hält und gleichzeitig eine Teams-Verbindung für den Teams-Call hat. Damit ist die Brille manchmal überlastet und da hatten wir auch diese Probleme, dass es dann schon mal Freezing, Einfrieren des Sichtfeldes gab oder dass die Brille dann einfach ausgestiegen ist. Das kam vor. Aber vielleicht dazu nochmal ein Statement von den Kollegen der Emscher Genossenschaft. Kennen Sie auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Brillen und haben Sie also deswegen auch gezielt die für bestimmte Anwendungsfälle vorgesehen oder ist es nur immer vom Gewicht abhängig gewesen bei Ihnen? Wie sind da Ihre Erfahrungen mit der HoloLens 2 in dem Zusammenhang? Also der Herr Hofmann hatte ja gerade auch in seiner Präsentation schon davon gesprochen, dass er, oder nee, Sie waren das, glaube ich, Frau Thaler, dass die HoloLens auch bei starken Sonneneinstrahlung das Sichtfeld natürlich ein bisschen oder die Projektion eingeschränkt hat. Wir haben ja gerade bei unseren Brillen gesehen, wir haben quasi nicht so ein Visier, was man aufhat, sondern eine Brille vorm Auge. Das ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man ist überrascht, wie schnell man sich trotzdem daran gewöhnt. Also man muss es schon vernünftig einstellen. Da gibt es so ein bisschen Tricks herauszufinden, welches ist mein stärkeres Auge. Das ist ähnlich wie, welches ist mein stärkeres Bein, so was mein Standbein vom Sport machen. So muss man das halt auch beim Auge dann machen. Also vor welchem Auge habe ich diese Brille oder dieses Display. Von der Robustheit, die Realware, die ist schon, macht einen sehr wertigen und ist auch ein sehr wertiges Gerät. Wir hatten jetzt schon viele verschiedene Kolleginnen und Kollegen auf und bei keinem ist toi 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 noch nichts abgebrochen.
Wir haben drei verschiedene Gelenke, dass man auch wirklich vernünftig die Kamera, auch den Display einstellen kann. Ein ganz großer Vorteil ist halt bei diesem Display, dass der halt nicht von den Sonneneinstrahlen quasi so beeinflusst wird. Also wir haben quasi nichts, wo wir durchschauen und dann in die echte Welt reingucken, sondern wir gucken in den Display rein. Und wenn wir in die echte Welt reingucken wollen, gucken wir quasi am Display vorbei. Natürlich ist ganz ausschlaggebend schon das Gewicht ein Grund auch, dass es natürlich angenehmer ist mit einer Brille. Diese WeWear, wie gesagt, die lässt sich an den Helm problemlos befestigen, die lässt sich mit Kopfband tragen. Da ist schon die Gewichtsverteilung echt sehr gut. Also ich hatte die auch schon längere Zeit auf. Das war jetzt nicht so das Problem, dass ich irgendwann mal hinten mit dem Kopf nach hinten geschnackt bin, weil mich der Akku nach hinten gezogen hat oder sonstiges. Okay. Ich würde mal gerne kurz noch ein Thema ansprechen. Also der Erfolg von solchen Brillen hängt davon ab, ob der Mitarbeiter die mitnimmt. Er wird einen Weg finden, wie er das WLAN so positioniert, also seinen WLAN-Router, dass er Verbindung hat, wenn er Bock drauf hat. So, und ich sehe immer so einen Elektriker mit einer riesen Tasche rumlaufen und dann jammern sie rum, wenn sie eine Brille mitnehmen müssen. Ne? Und deswegen setzen wir bei der Ausbildung an, um zu sagen, das sind die Jungs, die nachher promoten. Und ich habe ein paar dabei, die auch wirklich Bock drauf haben. Und die müssen das zeigen und anwenden und den Experten reinholen. Und dann sind wir an der richtigen Stelle, weil ich glaube, dieses Mangel suchen oder ich habe einen Fehler gefunden an der Brille, der funktioniert an dem, wir hatten früher mal so ein Funkloch im Emscher-Gebiet in Soest, Lippe-Gebiet in Soest. Das habe ich 5-mal gehört am Tag, dass in Soest keine Verbindung da ist. Wir haben aber leider, weiß ich nicht, wie viele Kläranlagen haben wir, 58, 356 Pumpwerke. An allen anderen Orten ist aber WLAN-Verbindung da. Und das ist ja das Problem. Also der Mensch ist, glaube ich, der muss da Bock drauf haben und den Nutzen dabei sehen. Und da müssen wir promoten. Der Rest ergibt sich durch zukünftig 5G und die Technik, die uns überschwemmen wird irgendwann. Das muss man dazu sagen. Ne? Deswegen ist dieses Fehlertoleranz muss hoch sein, aber auch der Bock muss da sein, ne? Um die Aufgabe zu übernehmen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich denke, also Technikentwicklung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, gerade auch was jetzt diese Hologramme angeht. Die Schwierigkeiten, die wir mit dem Sonnenlicht hatten, wenn Sie sagen, das ist bei der anderen Brille schon einfacher. Ich denke mal, das wird bei der zukünftigen Entwicklung sicherlich auch noch optimiert werden, ne? Dass man da bei der Außenanwendung nicht mehr so das große Problem hat. Und wir hatten jetzt bei beiden Praxistests, sowohl in Bonn als auch in Hennef, auch wirklich extreme Bedingungen. In Bonn hat es geregnet, und zwar auch richtig heftig geregnet. Und in Hennef, wo wir uns erst darüber gefreut haben, dass es trockenes Wetter ist, war es dann nachher zu heiß. Und wir hatten halt auch keine Möglichkeit, irgendwie im Schatten zu arbeiten, sodass dann die Brillen auch noch überhitzt sind. Aber ich denke, das sind alles wahrscheinlich Kinderkrankheiten, die dann am Anfang existieren und dann so nach und nach auch ausgeräumt werden. Ich schaue jetzt nochmal in den Chat. Also im Moment habe ich keine weiteren Fragen im Chat. Insofern bleibt für mich jetzt eigentlich nur noch, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Schluss, das Fazit zu stellen, festzuhalten, also dass der Einsatz von Datenbrillen auf jeden Fall viele Vorteile mit sich bringt, insbesondere dadurch, dass man Personal einsparen, also nicht einsparen kann, sondern effektiver einsetzen kann. Einsparen ist immer ein gefährliches Wort, ich weiß. Effektiver einsetzen kann und dass es eben besonders auch bei Rufbereitschaften einsetzbar ist und dass halt auch gerade zur Störungsbeseitigung das gut ist, wenn man Personal dann durch externe Experten noch unterstützen kann bei Anlagen und auch teilweise durch Hersteller extern unterstützen kann, die dann nicht extra zu einer Wartung rauskommen müssen, was auch wieder Kosten einspart. Insofern gibt es viele Vorteile für die Datenbrille. Sie wird zunehmend leichter und der Tragekomfort wird besser und man hat die Hände frei zum Arbeiten und es ist also auf jeden Fall besser zu kommunizieren und gleichzeitig dabei zu arbeiten, als wenn man jetzt ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand hat, um mit dem Vorgesetzten eben Rücksprache zu halten. Es gibt allerdings auch noch Kinderkrankheiten, die sicherlich ausgeräumt werden müssen. Und das Thema WLAN ist ein großes Thema, wo aber die Zukunft uns sicherlich auch quasi weiterhelfen wird, weil ich denke auch, dass es nicht daran vorbeigeht, dass halt das Netz auch auf Kläranlagen
zunehmend auf Kläranlagen auch immer besser werden wird oder überhaupt Kläranlagen mit einem WLAN ausgestattet werden können. Ja, ansonsten, wenn es jetzt von Ihrer Seite keine Anmerkungen mehr gibt und ich schaue da nochmal zu Herrn Hoffmann, möchten Sie vielleicht auch noch ein paar zusammenfassende Worte sagen, Resümee aus Ihrer Sicht, also unser Projektpartner, die SBG. Wie ich schon sagte, die Brillen sind derzeit noch eine Nischenanwendung, aber die werden ja besser, die werden einfacher, die werden handhabbarer und die Kinderkrankheiten werden beseitigt. Und was natürlich ein wichtiger Aspekt ist, wurde ja schon erwähnt, ist der Faktor Mensch. Es muss angenommen werden, ne? Sonst ist genauso, wenn Sie ein neues Auto jemand vor der Tür stellen, wenn er die Farbe nicht mag und nicht fährt, dann steht es auch bloß rum. Ne? Es muss wirklich genutzt werden. Und apropos Auto, wenn Sie ein neues Fabrikat aus Wolfsburg kaufen, die haben auch so eine AR-Anwendung direkt in der Windschutzscheibe drinne. Das heißt, die Windschutzscheibe sagt Ihnen dann, fahren Sie links, fahren Sie rechts oder fahren Sie geradeaus. Das ist alles schon da. Also die Technik rutscht in unseren Alltag rein. Es kommt aus den Laboren in verschiedene Anwendungsbereiche, im privaten Bereich, im industriellen Bereich. Da werden wir in den nächsten Jahren noch mehr sehen. Und Zukunftsmusik ist, dass diese Brillen irgendwann so ein Format einer Kontaktlinse haben. Das ist 10 Jahre plus. Also da ist ganz, ganz viel Entwicklung drin. Apple wird so eine Brille rausbringen in 4, 5 Jahren. Dann sehen Sie vielleicht auch viele Leute mit so einer Brille rumlaufen, wenn Sie einkaufen gehen. Also AR wird im Alltag mehr Anwendung finden. Und es ist dann schön, wenn man es schon mal vorher gehört hat und auch das so grob einschätzen kann und wirklich immer schauen muss, bringt das für mich was? Und wenn ja, wo ganz genau? Und das haben wir versucht in dem Projekt Diva rauszufinden und haben, finde ich, gute Anwendungsfälle gefunden. Nochmal vielen Dank an Herrn Höschel und Herrn Kaczynski und natürlich an die DWA, dass wir das erproben konnten. Vielen Dank. Ja, jetzt sehe ich gerade noch eine weitere Frage im Chat, und zwar, ob die HoloLens als Alleinstellungsmerkmal die Fähigkeit, Hologramme zu erzeugen hat und wird das genutzt oder getestet? Das ist ja der einzige Grund, warum man die HoloLens anderen Brillen vorzieht. Die Frage geht jetzt an mich oder an... Ja, ich glaube, Sie können die, glaube ich, auch ganz gut beantworten. Ja. Also HoloLens ist so ein bisschen wie ein Ferrari. Also Sie können da viele Sachen damit machen. Sie können nicht nur Remote-Training machen, Sie können auch richtig die Hologramme einspielen, also richtig komplexe Sachen. Das ist wie so ein kleiner Hochleistungscomputer auf der Nase. Hochleistungscomputer bitte in Anführungsstrichen zu sehen. Also Sie können halt ganz verschiedene Szenarien durchspielen. Wir haben jetzt nur 5-10% diese Brille wirklich genutzt, wo wir dieses Remote-Training angewandt haben. Wenn Sie Hologramme natürlich nutzen, müssen Sie schauen, was visualisieren Sie, was ist der Programmieraufwand, was zeigen Sie, was zeigen Sie nicht, wie viel Geld nehmen Sie im Effekt in die Hand, damit Programmierer sich das anschauen, was hat der Lernende dann davon, wenn er damit rumspielt. Also es ist ein viel, viel größerer Planungsaufwand. Wenn Sie so ein Remote-Training-App nehmen von Microsoft oder von Vuzix und wie sie alle heißen oder TeamViewer, haben Sie eine fertige Lösung und können im Endeffekt 1 Million Anwendungsfälle anwenden, wenn Sie auf etwas draufschauen, wenn Sie etwas reparieren wollen zum Beispiel. Ich finde, so Visualisierungen im AR-Bereich sind eher wichtig, wenn Sie in Sachen reinschauen wollen, dass Sie da so ein bisschen da was machen können. Das ist fast schon wieder an der Schwelle zur VR-Anwendung. Also Hologramm hat einen Anwendungsfall, aber nur für einen begrenzten Bereich, während dieses Remote-Training viel, viel, viel mehr einfache und auch niederschwellige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Ja, danke schön. Dann vielleicht noch eine Anmerkung. Also was ich auch so sehe, ist, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein Generationsproblem ist. Also wir haben auf den Anlagen erlebt, dass sie jungen Leute da mit großer Neugier den HoloLensen begegnet sind, den Datenbrillen, und total begeistert auch waren, das zu sehen, und da eine große Aufgeschlossenheit war. Und ich glaube, wenn das so ist wie bei Ihnen in der Emscher-Genossenschaft Lippe-Verband, dass sie auch schon in der Ausbildung eingesetzt werden, dann werden die Leute da regelrecht mit angefixt. Und, und das ist sicherlich auch ein Motivationsfaktor, dann was die Arbeit auch noch attraktiver und interessanter macht, wenn man mit solchen Hightech-Dingen arbeiten kann. Ne? Ich denke mal, Achim, da kannst du mich sicherlich auch bestätigen, ne? Dass bei euch waren die Leute wirklich mit Begeisterung dabei, und
Klar gab es Anlaufschwierigkeiten und technische Probleme, aber vom Grundsatz her waren die also alle ganz neugierig darauf und auch motiviert dabei. Ich habe mir erklären lassen, also die Altfordernden, die jetzt berechtigterweise in den wohlverdienten Ruhestand gehen sollen und auch dürfen, die erzählen dir, sie sind damals guter Zeit nach dem Krieg abgeworben worden mit einem Mofa. Man hat einen Mofa geschenkt bekommen oder sowas. Ne? Und die Emscher geht demnächst hin und verteilt da diese HoloLens-Brillen an den Schulen, damit die Herrschaften, die jungen Nachwuchskräfte zu denen ins Abwasserwerk kommen. Und das ist das neue Ködern der jungen Leute, ob es ein iPhone ist oder worauf auch immer die abfahren. Das ist ein Wettbewerb unter uns Kolleginnen und Kollegen. Und wer da innovativ ist, hat halt einfach richtigerweise die Nase vorne. Und ich wünsche uns allen hoffentlich weiterhin viel Nachfrage in dem wunderbaren Beruf, den wir alle bestreiten und auch ausführen, dass wir die Umwelttechnik weiter auf diesem hohen Niveau auch aufrechterhalten können. Ne? Und dafür machen wir das. Super, ich fand, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Insofern möchte ich mich jetzt bei allen Beteiligten, bei den Referenten und bei den Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit und dass sie also auch so lange durchgehalten haben, bis zum Schluss alle dabei waren. Wir haben also kaum Verluste gehabt, kaum Abspringer im Laufe des Webseminars. Also es waren wirklich fast alle, die am Anfang dabei waren, bis zum Schluss dabei. Also scheint es ja auch auf Interesse gestoßen zu sein. Also einen ganz herzlichen Dank an alle und nochmal der Hinweis, dass die Aufzeichnung Ihnen also in Kürze dann auch zur Verfügung gestellt wird und Sie das dann auch gerne nochmal anschauen können und auch gerne verbreiten können in Ihren Betrieben und dann auch vielleicht dann da weitere Aufklärungsarbeit leisten können und ein bisschen werben für diese Datenbrillen. Ja, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen sommerlichen Tag heute.